Hallo, liebe Zuschauer, könnt ihr euch noch an meinen Filmbeitrag erinnern, Brückenbau von Koh Samui? In diesem Filmbeitrag hatte ich erwähnt, wenn das hier funktioniert, die 25 Kilometer, dann wird man auch von Samui Richtung Koh Phangan denken und dort auch eine Brücke bauen. Und was ich angesprochen habe, hört mal hier. Koh Phangan hängt ja so ein bisschen hinter. Und das ist der Start. Wenn man aber was gelernt hat in der Technologie, dann sehe ich auch Koh Chang nicht weit. Das ist ja noch viel kürzer, dass da auch eine Brücke gebaut wird. Und dann werden hier noch mehr Brücken kommen, um die einzelnen Inseln ans Festland anzuschließen, um die Infrastruktur zu verbessern. Im Moment ist also hier das Brückenvirus ausgebrochen in Thailand. Überall will man Brücken bauen. Phuket hat es vorgemacht vor einigen Jahren. Damit ist auch der Wohlstand gestiegen. Die Frequenz zum Festland ist wesentlich höher natürlich, als wenn da Fähren fahren. Das hat man ja auch hier in Samui erkannt. Es gibt Punkte dafür und dagegen. Das ist ja in meinem Video, habe ich versucht, das anzusprechen. Und das gleiche Thema hat man jetzt auch für Koh Chang aufgenommen. In Koh Chang ist es so, man hat also jetzt erstmal eine Vorarbeit gemacht für das Verkehrsministerium. Man hat also vier Routen ausgearbeitet, die einmal von der Autobahn runtergehen. Die sind, sagen wir mal, im Schnitt, die Planungen sind so um die 10 Kilometer. Und auch eine Trasse, wo die Fähre fährt, da hat man so zwei Planungen gemacht. Hier wird auch Rücksicht drauf genommen auf größere Schiffe. Das heißt also, die Brücke muss auch irgendwo erhöht sein, um da die Möglichkeit für größere Schiffe zu geben, dort drunter zu fahren. Also ist einiges hier in Thailand im Gange. Hier in Samui oder hier nach Samui will man ja 2029 anfangen. Bis dahin sind noch Vorarbeiten zu machen. Ich glaube aber, dass die alle zusammenarbeiten im Geiste. Denn 2029 will man auch in Koh Chang anfangen mit der Brücke. Man hat also so vorkalkuliert 150 Milliarden Baht. Und 4 Jahre Bauzeit. Das ist, glaube ich, genauso ja wie hier auf Samui. Aber da sind ja viele, viele Vorarbeiten sind zu tätigen. Da müssen ja Betonwerke, Kieswerke, alles das muss ja erstmal auf dem Festland hergerichtet werden. Die ganze Material, tausende von Kubikmeter Beton müssen ja hergerichtet werden. Das ist ja eine Industrie, die am Festland Don Sak oder wo das da gemacht wird oder gegenüber von Koh Chang erstmal aufgebaut werden muss, bevor die fertigen Elemente, die natürlich muss man ja auch Stützen haben im Meer. Hier weiß ich, nach Samui hat man alle 60 Meter eine Stütze im Meer. Hallo liebe Zuschauer, du möchtest gerne ein Haus auf Koh Samui besitzen, neu bauen oder ein bestehendes Haus kaufen? Ich kann dir dabei helfen. Ich habe deutschsprechende Firmen zusammengebracht, einschließlich einem deutschsprechenden Anwalt, der alles abwickeln kann. Wenn du mehr Informationen dazu haben möchtest, dann klick hier oben auf die Playliste, da bekommst du das Richtige. Und ich würde mich freuen, dich hier auf Samui kennenzulernen. Tschüss! Da muss man das ja alles auskaufen, man muss das Wasser abpumpen, man muss Fundamente da einbringen, Beton und alles das, bevor man dann anschließend Fertigelemente, sprich also den Brückenbereich, gehe ich eigentlich von aus, da habe ich mal gesehen, die Chinesen sind ja Weltmeister, wirklich Weltmeister in diesem Ding.
Die fahren dann also richtig mit großen Fahrzeugen mit den Brückenelementen hier rüber zu den Stützen und setzen die dann die fertigen Elemente dort ab. Ja, was rausgebracht wird, dass also der Tourismus angeheizt wird damit, also die Wirtschaft wird angeheizt, dass im Notfall, sagen wir mal, Krankenwagen und sowas direkt über die Brücke fahren kann. Die Schule, da können also die Kinder auf dem Festland an die Schule gehen. Viele, viele Dinge werden da aufgebracht, die zum Positiven sind. Aber ich habe ja schon mal in dem Video für Samui aufgebracht, am Wochenende wird hier die Hölle sein. Und diejenigen, die jetzt hier mal hier gewesen sind, die haben ja gesehen, was auf den Straßen los ist. Es sind ja nicht die Touristen, die aus Europa nach hier kommen, sondern hier in unserem Fall sind es ja die Thailänder, die vom Festland am Wochenende mal hier Urlaub machen wollen. Dann sind die Strände hier voll und dementsprechend auch die Straßen. Da braucht man also gar nicht mal mit dem Auto runterzufahren, da kommt man gar nicht mehr aus der Einfahrt. In Koh Chang ist es ja ein bisschen anders. Da ist ja kein Flughafen auf Koh Chang. Da müssen ja die Leute von Bangkok mit dem Bus rüberkommen nach Koh Chang. Die benötigen sehr oder können dann in 4 Jahren, also 33, wenn die Brücke fertig sein soll, die können dann also wirklich die Brücke gebrauchen und sind auch Nutznießer davon. Obwohl diejenigen, die schon mal auf Koh Chang gewesen sind, die 45 Minuten mit der Fähre, fand ich also gar nicht so stressig. Das fand ich relativ angenehm. Hier bei uns ist es 1,5 Stunden. Das ist natürlich schon eine andere Nummer. Vor allen Dingen, wenn man über Suratani Flughafen nach hier kommt, dann zieht sich das ziemlich lange hin. So, ich werde euch auf dem Laufenden halten, was mit Koh Chang ist. Also wir haben die Inseln, die 3 Inseln, die größten Inseln, haben wir dann unter einem Hut. Phuket hat schon eine Brücke, Samui soll eine Brücke bekommen. Dann ist Koh Chang jetzt an der Reihe, planungsmäßig. Und dann werden wir auch bald wirklich was hören, Samui nach Koh Phangan. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.